Hallo wieder, herzlich willkommen zu Fallout 76. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Das macht gar nichts, wir haben noch nicht viel erlebt, aber trotzdem. Wir sind jetzt beim Westeck Forschungszentrum mit Psycho Dad. Mit dem Chassis LP. Servus. Dem Meander 2004 alias Leonidas. Und erleben hier Abenteuer pur. Hallo. Ich bin gerade. Also die Mod muss ich mir noch holen hier. Hier ist einer mit einem Schuss weg, glaube ich. Den hole ich gerne. Wer hat die Spitzgranate geworfen? Nee, das war auch tatsächlich war ein Mutant. Scheiße, das war ein Mutant. Warte, ich hau den Ding rein. Alles gut. Das geht zum Beispiel. Was ist? Sehr gut. Wer hat hier um Hilfe gebrüllt? Ich. Auf wenn ihr 5.5 Munition habt, ich brauch sie dringend. Warte mal, 5.5, schau mal nach. Halt, ich schau was nach. Moment. Ne, ist ja nichts mehr los hier. Ne. Aber sollen wir vielleicht wieder Spielzeug gehen? 5.5.6? Ja. Was machen wir? Kannst du komplett haben. Alex, was sagst du? Wie viel? 176 kannst du alle haben. Als Geschenk. Oh, danke. Von mir für dich. So ist er. Ja. Ich bin ja da nicht so. Ich gebe. Braucht er eine sehr gute Waffe, die leider aber nur 23 Kilo für euch wiegen wird. Oh, Gott sei Dank, nee. Aber ich die kann gar nichts betreiben. Die macht, warte mal kurz, umso weniger man Leben hat, umso mehr Schaden. Und macht so, warte, 200 Schaden. Ich, was ist das für eine Waffe? Wow, geil. Gatling-Geschütz. Oh, was verschießt sie? 5 mm. Ich habe keine 5 mm mehr hier. Warte mal. Krieg ich die getragen? Die ist geil. Ich wollte Gatling-Geschütz haben. Ach, so eine legendäre Gatling-Waffe. Geil. 5 mm kannst du von mir haben. Ich habe super viel. 1168, kann ich dir alle schenken. Gib her die Gatling! Ja, ich, wie gesagt. Yeah. Weil ich habe eine andere Gatling jetzt. Das war ein Hier. Danke. Hatte ich verkauft sie dir. Also gratis. Alles klar, verstanden. Einladung zum Handeln annehmen. Aber falls ich sie wieder mal brauche, möchte ich sie mir wieder mal kurz ausleihen. Lass mir das lieber, ich krieg die nicht in meine Kiste, habe ich gerade überlegt. Oh. Nein, ich krieg die nicht in meine Kiste. Oder ich mach das anders. Ich gebe dir dafür das Tesla-Gewehr und die Fusionszellen. Ich habe selber ein Tesla-Gewehr. Ja, ich weiß nicht wohin, ich habe keinen Platz in meiner bescheuerten Kiste. Ah, dann schmeiß weg. Nee, ich will nicht dieses Gatling-Ding. Was ist das für ein Tesla-Gewehr? Nein, nicht Gatling, schmeiß das Tesla-Gewehr weg. Das zeig mal. Ja, warte, wir handeln. Ich brauche kein Tesla-Gewehr, danke schön, ich habe eins. Das ist ein normales Tesla-Gewehr. Ah, dann schmeiß weg. Warte mal. Gatling ist eben geiler. Gib her dein Gatling. Cool, Töter. Wieso hast du den Kryolator dabei? Willst du den haben? Schenke ich dir auch. Ne, brauche ich nicht. Ja, kannst du ihn. Warte. So, das Tesla-Gewehr, gib jetzt her das Ding, das andere, das Gatling. Ich schmeiß jetzt das Tesla weg. Alles, ich mag alles am Sammeln. Oh, ich schmeiß jetzt erstmal den Kryolator weg. Ja, schmeiß weg, was du nicht brauchst. Ja, ist ja wichtig. Ist der Meander schon drinnen? Die Sachen eh immer wieder. So, ich schmeiß jetzt mal Tesla weg und nimm jetzt hier dein. Hier, wo ist. Gib her dein Gatling. Aber wie gesagt, wenn ich. Falls ich es mal brauche. Musst du es mir wieder mal kurz leihen. Hä, wofür brauchst du es denn? Du immer mit deinem Leihen, ja. Da musst du das in den Ehren halten, nur. Oh, gib her jetzt. Ja, musst du wirklich. Alter, Mann, mit dem immer Geschäfte machen. Wenn ich es mal brauche. Bei dem kriegst du immer, bei Alex kriegst du immer Pickel. Wer braucht Fusionszellen? Auch keiner, ne? Braucht jemand Fusionszellen? Fusionszellen kannst du für Mark aufgeben. Ich sammle auch welche für Mark. Punkt 50er Munition hat die wer. Für meinen Actionheld. Action kannst du immer für Mark sammeln. Die Waffe, die ich gerade in der Hand habe, die mit der legendären Modifikation bekommt man so nie wieder. Ist gut. Nie wieder kriegst du sie. Das Ding werde ich aufheben.
Hat er .50er Munition? Oh Gott, wieso bin ich hier tot? Weil ich nichts trinke. Oh, ach ja, oh, heftig, du bist jetzt fast abgekackt. So, okay. Oh, weil ich nichts trinke hier, ich armer Thor. Ja, und der Schützi ist dauerverstrahlt. Ja, das macht er gerne. Das macht er schon so, seitdem ich ihn kenne, ist der Schützi dauerverstrahlt. Aber wenigstens, ich habe eine Wetten was mehr Tragekapazität als du. Ah, durch die Verstrahlung? Was? Ja. Ah, geil. Wie viel Strahlqualität hast du? 360. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen out. Ohne Power-Rüstung habe ich 360. Also du bist ja da drin, garantiert jetzt gleich erstmal wieder 48 Mal sterben, ne? Ich werde das nicht. So. Ne, 306 habe ich ohne Power-Rüstung. Mein blutbefleckter AK. So, mal sehen, ich habe noch gar nicht geguckt, was die Waffe bei mir überhaupt bringt. Warte mal, Waffe. Mal gucken, was bringt die Waffe? Ja, bei mir. Das Gatling-Gewehr bringt bei mir. Lächerlich! Ja, du hast volle Leben. 86 Schaden. Ja, du musst ja weniger Leben haben, umso mehr Schaden. Deswegen. Soll ich mal irgendwo runterspringen oder was? Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundung ist. Wer denn? Nichts als. Tötet mich! Wenn du es nicht brauchst, dann nehme ich es uns wieder gern zurück. Alles gut. Ich habe ja gerade meinen Tesla weggeschmissen. Irgendwas muss ich ja haben als Zweitwaffe. Ich werde die mal testen. Wenn die Schrott ist, schmeiße ich sie weg. Dann hätte ich ein anderes Tesla-Gewehr für dich. Scherzbrüsten. Komm jetzt, lass uns kämpfen da drin. Meander hat schon alle Gegner weg. Ich habe nur eine Keramikschale gefunden. Brauch eine Keramikschale. Komm einfach mit. Ich komm doch schon. Wo bist du denn schon wieder? Wo bist du? Unten. Ich habe eine Baseballgranate. Los. Hier rein oder okay. Was? Ja, das ist der Forschungszentrum. Martin, kommst du mit? Ja. Du hast auch keine Powerrüstung an, ne? Nö, brauch ich nicht. Na dann, gute Nacht, Marie. Warst du da schon mal drin? Ja. Alles klar. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber ach, das ist nicht schlimm, gar nicht, überhaupt. Wir schauen einfach. Das sind total Low-Gegner. Stufe 5 haben die. Stimmt, was du sagst. Das trieft von Sarkasmus, ne? Ich bin unter Kassen. Ich spiele auch. Ja. Ich schaff's. Spiel, du kleiner Alter. Wenn er legt, der ist gestorben. Das ist nur ein Kriegsherr. Nächste kommt. Der nächste. Muss aufgesetzt werden. Oh. Aufgesetzt, als das gemischt. Der ist auch nicht legendär. Fleisch und Boden hat er aber dabei. Warte, Thorsten, gute Sachen. Ja, ich hau ihm noch einmal eine an Latz hier. Hab ich. Jetzt bist du gekommen. Der hat noch genug. Sehr gut. Was? Rumkorken, genau. Sehr gut. Ah, da ist er. Hi. Mit dem los. Was ist das? Kein Geld dabei. Ja.
Nee, ich fahre mal neu. Bist du abgestürzt oder was? Nee, mich hat's erwischt. Ja, ohne Rüstung ist hier ein bisschen nett hier drin. Ja, ja, mich auch. Mich hat's ich hab sie gerade. Wo bist du? Da ist er. Hi, hi Alex, sei gegrüßt. Gern geschehen, danke. Alex. Ich bedanke mich sehr für die Kooperation. Ihre Kooperation ist mir sehr wichtig. Das war mir klar. Wo ist er denn? Uff. Oh, schön, jetzt das Spiel abgestürzt. Das ist auch nett. Ja. Abgestürzte Spiele liebe ich besonders. Ich komme nochmal. Ich wurde komplett aus dem Spiel rausgeprügelt. Was? Ja, das war so ein harter Schlag, ich habe sogar das Spiel abgestürzt. Okay. Als ein Scherz. Aber es passt irgendwie, ne? Ja. Keine Chance, keine Chance mehr. Okay, habe ich natürlich keine Chance mehr. Mit was? Ja, dazwischen zu hauen. Ja, wieso gehst du Nahkampf ran, wenn du schießen kannst? Aber das Bessere ist, die Waffe, die heilt nicht. Ich verliere kaum Leben damit. Nein! Ja, das kann man gleich nicht. Schnellere Feuerrate auch. Nicht heilen. Ja. Aber das gebe ich natürlich nicht auf. Vampir und schnellere Feuerrate. Alex, wie viele Fusionskerne hast du? Ich wäre bereit, hier welche abzuholen. Genug. Wie viel brauchst du? Boah, keine Ahnung, wie viel ich geben kann. Das wäre schon geil. Sechs? Ja, das ist schön. Ich würde ja auch dafür. Weiß ich nicht, wie kaufen gehen. 150 pro Stück. 150 pro Stück. Ah, nein, da gehe ich dran. Eine radioaktive Strahlung brauche ich. Ja, aber wie gesagt, ich finde gerade selber immer selten so Fusionskerne. Echt? Findet man auch. Ja, man findet sie gerade zur Zeit. Wer kriegt die Tür hier auf? Wie kriegt man die auf, ne? Ja, okay, können wir machen. Dann 6 Stück für 900. Yeah, ja. Mensch! Kommt doch mal. Ja, wir schon. Ja, 100% müsste ich schauen. Ja? Aber. Ich habe aber viele mit zu haben. 88%. Also 90%. Dann ich hab jetzt nicht mehr nach. Alex, haben wir es geändert? Ich glaub schon. Dann ist es wieder auf Fusionskerne und verpaust und fest ist das. Und Thorsten, wie ist die Waffe? Die ist gut. Ich hab schon wieder nichts gegessen. Ich könnte Sag mal, wieso hab ich immer so einen Knast, ey? Ich sag, ich verkauf keinen Scheiß. Also ich gebe dir keinen Scheiß. Alles gut. Alles schick.
Aber dafür möchte ich auch hin und wieder mal was bekommen. Natürlich. Wenn es Munition angeht oder sowas. Kein Ding. Sonst brauche ich die Sachen wieder zurück. Okay. Bin hier, ich leg sie hin. Warte. Ich mach. Warte, ich leg sie hin. Hä, was? Hast du doch gesagt, du brauchst sie jetzt wieder zurück. Nee. Wenn du mir keine Sachen zurückgibst, dann muss ich es mir wieder abholen. Jetzt kann man hier raus, siehst du? Ja, warte, ich bin noch kurz. Waren das alles Gegner oder was? Ich warte kurz. Ich komme mit dem Handel, dann kann ich zu uns kennen, dann kriege ich dann ganz normal mit zu uns. Impro-Revolver, hier ist noch eine Dings. Cool! Ja! Was ist? Da ist ein Typ da unten. Dein Skill ist 1, da komm ich hier nicht rein. Ja, okay, ich komme mal drüber. Wie geht das denn? Ich hab bei den letzten Aufnahmen geguckt. Ich hatte keine Kerne mehr und jetzt habe ich 5 Stück. Wie geht das denn? Ja, brauchst du jetzt welche? Nö, dann brauch ich erstmal keine. Ich hab aus irgendeinem Grund 5 Stück in meiner Kiste. Sind wir jetzt mit fertig oder was? Ja, und ich bin gerade weggereist. Ja, tut mir leid, ich hab's jetzt gesehen. Martin, wo bist du? Drin noch, ne? Ich bin in meinem Lager und das Witzige ist, ich hatte ja keine Fusionskerne mehr, nachdem wir letztes Mal gespielt haben. Brauchst du ja auch nicht, Fusionskerne sind über. Nein, aber hör mal zu, Thorsten. Es wird noch lustiger, es sind 5 neue gespawnt. 5 neue? Ja, aber ich weiß nicht woher. Okay. Ich habe ja nichts gesammelt. Ja, ich hab dir da welche reingelegt, Entschuldigung. Ja, klar. Was, du hackst mein Spiel? Was erlaubst du dir? Tut mir leid. Ich hab deine Kiste gehackt. Du bist aus wie der Zahnfee, ne? So eine genau, die Zahnfee. Ich hab dir was unter das Kopfkissen gelegt. Genau. Finde ich gut. Schön. Dann krieg ich ja meinen Kopf. Ich bin die Zahnfee. Na. Sonst gerne Alex, aber wenn ich das gut habe, dann ist das nicht falsch. Ich hab... Seit wann hab ich... 18 hundertprozentige Fusionskerne. Das ist ja Martin, ich könnte da drüben mal aufräumen in seinem komischen Stall hier drüben. Ja. Gibt's anders? Was? Ich hab 4 Fusionskerne in meiner Kiste. Okay. 3. Sehr viel. Was auf jeden Fall. Und 544 Fusionszellen. Kann ich die wen geben und der das nach das Irak so weitergibt? Ja, kannst du mir erst geben. Wie viele willst du ihm denn geben? Eben meine ganzen, also 544, weil die brauche ich nicht. Fusionszellen? Ja. Kannst du mir gerne geben. Kannst du dann weiter? Nutzt der Energie aus? Ja. Was ist das für ein Herz? 45 ist der Herz. Ich kann es nicht. Tu mal bei mir. Aber ich kann sie auch nicht da aufgehen. Nee. Dann noch merkwürdiger. Okay. Das ist noch merkwürdiger. Also irgendwas stimmt nicht. Was stimmt jetzt schon wieder nicht? Meine Baggerrüstung ist komplett verschwunden, dafür habe ich eine bescheuerte Tiefen 45 bekommen. Deine was? Meine Baggerrüstung ist weg. Ja, und denn? Ja, super, ja, scheiße ist. Nee, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Ja, ich habe dafür einen Baggerrüstungs Chassis zweimal bekommen, ja, toll, großartig, da kann ich viel mit anfangen. Was? Was ist das denn für eine Kacke?
Meine schöne Baggerrüstung ist weg. Ja, da habe ich auch mal Angst, dass sowas mal passiert. Ja. Ah doch, oh Gott sei Dank. Ist sie da? Gott sei Dank, ja, die ist gespannt. Oh, ich bin so erschreckt. Ja, ich habe auch mal Respekt davor gehabt. Ja, da kannst du auch Respekt vor haben, weil das ist manchmal so merkwürdig. Oh, da bin ich mal froh. Das hat mir auch mal gereicht. Nee, nee, keine Frage, du. Ja. Ich froh. Okay, super. Dann packe ich mir kurz die Fusionskerne. Meinst du, wie oft ich das Spiel schon deinstalliert habe? Und dann können wir gerne... Mensch, haben Leckerli für dich. Hier hat einer Leckerli für mich. Mensch. Da ist ein einziger beim Event kryptisch. Und kryptisch ist nett. Ich kann die Tüte nicht aufheben. Alex, ich helfe dir gleich beim Aufheben. Ich komme gleich. Augenblick. Ich glaube, die ist verpackt. Kann ich leider nicht aufheben. Ja, ich auch nicht. Das heißt, die Funktion ist weg? Mhm. Mir juckt der Kopf. Habe ich auch übrigens schon mal die Wirkung von Obstsalat erläutert? Ist so schade, ja. Aber gut. Das ist total schade, weil der Alex wollte mir irgendwie 545 Schiss Fusionszellen geben. Wo ist denn der Typ? Für Mark, aber wir können die Tüte nicht aufheben. Ah, Frage. Kann wir meine Metallrüstung verbessern auf nicht lackiert, auf so poliert oder sowas? Habt ihr Verbesserungen? Oh, wir müssen der Amelie Uni das sterben. Oh mein Gott, der ist am Arsch der Welt. Er holt sich gerade wieder. Dann ist ja gut. Komm ich einfach. Wo ist der denn? Sag mal, der wollte ja irgendwas mit Farming machen. Ja, ich schau grad selber. Ja, er ist in der Nähe von meinem Camp, ein bisschen weiter. Der ist in der Nähe vom brennenden Bergwerk. Also der ist praktisch nördlich vom brennenden Bergwerk. Okay. Ja. Also, komm ich weit zu festlich. Was verschießt eigentlich dieses Gatling? 11, ne? 5 mm, ne? Ja. Yo, ich hab 97 Schrauben. Du Guter. Und Federung habe ich 61. Ne, müsste gar wieder hingehen. Alles gut, Leute? Alles gut, ja. Ja, bei mir schon. Grüße, alles gut. Ach, Martin, der hat hier das absolute Lager für Fusionskerne, Fancy Lady Kuchen und andere Leckereien. Geil, oder? Gar nicht so schlecht eigentlich, der Platz. Da immer viel los, aber es ist eigentlich ein guter Platz. Ja, deine Nachbarn, finde ich, sind ein bisschen primitiv, ne? Ja, das stimmt. Können sich nicht benehmen, ne? Ja, muss ich auch sagen. Du gerne hast du keine Bastelwerkbank? Hatte ich eigentlich. Sag mal, wo ist denn der Typ? Hier muss doch noch irgendein so ein Supermutant sein. Ich hatte eigentlich. Heute kein Kampf. Wo ist denn der? Sag mal, wo ist denn der? Ich höre den doch die ganze Zeit. Ja, ich habe ja nur noch. Ach, ich habe nur zwei, ja, zwei sind zerstört. Ich stand mal mit Bastelwerkwagen und mit einer Chemie. Wo ist der Typ, sag mal? Oh, hier war ich schon lange nicht mehr. Wo bist du denn? Ich müsste nachher unbedingt mal eine rauchen, Leute. Du rauchst, ne? Soll ich dir eine drüber ziehen? Woher weißt du, dass ich nicht rauche? Ja, weil du sonst immer eine Raucherpause gemacht hättest. Ach so. Ich hab mich auch gerade gewundert, weil ich dachte, du hast jetzt frisch angefangen. Du hast das irgendwie heimlich, weil du hast noch nie geraucht. Das mag Rauch, das ist bekannt, aber du.
sehr geduldig. Ach, jetzt diskriminiert ihr mich aber. Ach, ich darf nicht rauchen oder was, ja? Du kannst machen, was du willst, aber rauchen. Typisch. Dann würde ich eher was anderes rauchen. Ja, das rauche ich ja. Dann hast du ja wenigstens was. Ja, Gras würde ich schon mal probieren. Das schön Gras sehen. Rauchen so. Also ich meine, das draußen, das frisch gemähte, weißt du? Dann genau auch, da hast du auch so diesen Schwebel. Auf jeden. Sag mal, wo ist denn der Typ hier? Ich höre doch die ganze Zeit so. Egal, du bist total entspannt. Also Gras. Wo ist denn der Vogel? Hier ist doch so ein Supermutant hier oben. Also ich will dich nicht verführen, aber das bin vielleicht nur ich, weil ich die ganze Zeit so rumrenne. Ja, aber du machst doch nicht die ganze Zeit, Mensch. Doch, hast du es nicht. Achso, alles klar. Ich glaube, draußen kann es nicht schießen. Ja, Gras ist halt nicht gut. Also, kann man, sag ich mal, nicht. Was passiert eigentlich, wenn man nachher einen deutschen Gras auf Geldstrafe oder? Ja, nur, da gibt's nur ein Dudu und dann ist alles gut, wie er so. Passiert gar nichts, alles schön. Du darfst nicht damit handeln, ne? Und damit handelst du, dann ist es nicht gut. Aber also konsumierst kein Thema, wenn du auch ein Beschluss beim Kauf. Hier blüht nichts, aber dem kriegt dann. Thorsten, dann hast du ein großes Problem. Ja, das stimmt. So, Ruhe jetzt hier, nee, verdammt nochmal. Oh Leute, habt ihr schon mal geguckt, was hier auf dem Dach steht? Hier steht ein Folterstuhl, hier ein elektrischer Stuhl, habt ihr das schon mal gesehen? Alter Falter, ey. Ja! Und warte, ich leg mal den Hebel um. Oh, das ist ein richtiger Folterstuhl. Ah, geil! Ja, hier drück mich runter, ja. Ach, tatsächlich, hab ich auch nicht gesehen. Ja! Hier ist halt ein elektrischer Stuhl. Ist ja geil. Na, da kommt doch mal mit, dann zeige ich euch an, wo eine Leiche drin ist. Ah, cool. Ach, ich weiß wo. Ja, aber los. Ich habe bloß noch 37 Schuss, ey. Ach so, ich muss erstmal zum Psycho, zum Lager. Ich muss noch mal ein bisschen Schrotmunition holen. Oh, wärst du ein bisschen früher gekommen, ich hätte gerade 6000 Schuss verschenkt. Ja, ich habe gerade 1000 Schuss an Psycho verschenkt. Dafür hast du auch weil ich, 1000 von mir bekommen. Weil ich auch nett bin zu ihm, weil wir alle nett sind. Wir alle nett sind. Ja, zu deswegen. Mir sind nett, ich bekomme nie Geschenke. Oh, hör auf, alter Falter, jetzt hör auf, mach halb lang. Ich kann die Schrotpatronen wieder weglegen. Ja, was brauchst du, ja? Was brauchst du? Schenk mir das Killer Metallrüstungsbrustteil schwer oder sowas, dann bin ich schon zufrieden. Doppelschaden, Gatling Geschütz. 23. Schadensresistenz von 310, ja, relativ akzeptabel. Oh. Das ist bestimmt dasselbe Typ, das ist halt auch, oder? So, ein bisschen Mummi, ein bisschen Schrott, ja, wieso? Wie nennt man das? Mein Fatman macht gerade 2200 Schaden. Ach, scheiße. Das ist heftig. Das heißt, du würdest praktisch so eine Brandbisse mit einem Schuss erlegen, theoretisch. Ja? Ja. Und ein Raketen. Und meine Waffe macht 250 Schaden. Ja. Also ich kann die Fusionszellen hier nicht mehr lagern. Kann mir die eine abnehmen für Mark? Ja, ich kann das machen. Ich würde die hier hinlegen. Ich würde die hier nicht hinlegen. Jetzt irgendwo würde ich jetzt. Jetzt würde ich sie. Nicht, weil das sind leider schon. Hier lege ich sie hin. Hier, pass auf, hier. Ja. Weil ich muss dann was loswerden. Ich nutze ja nicht die Munition. Und dann würde ich sie dann für Mark abgeben wollen. Ja, das so, warte, ich bleib stehen. Ich bleib stehen, bis ich unter mir runter mache. Da liegt sie. Jetzt kann ich wieder laufen. Yeah! Ja, Jungs, ich muss wieder jetzt aufhören. Muss aufhören, auch schade, Alex. Ach, schade, Alex. Dann schlafen. Ja, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Also, Alex, dass du sowieso verschissen hast, ist klar, das weißt du. Weil du nicht, also ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden, nee, Alex, nicht. Wir sind natürlich zutiefst traurig und ja, du hast natürlich verschissen und wir sind enttäuscht von dir, aber ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden, Alex. Ach, danke schön. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Alex, es war schön, war wirklich schön, dass du nochmal mitgemacht hast. Habe ich mich sehr gefreut. Also Alex, bis zum nächsten Mal dann, ne? Bis zum nächsten Mal, stopp. Nee, wir hören uns nie wieder, weißt du. Scherzkätzchen, wo bist du? Wehe!
Das tust du nicht. Die Welt habe ich schon verlassen. Alles klar, Alex. Okay, dann, genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Gute Nacht, Alex. Ciao. Und ich beende auch die Aufnahme. Ciao, Freunde. Tschüss. Ciao.